Quidditch. Wir sind die Reporter der Maria Montessori Schule. Franka, Alina, Noah, Laura, Florian, Emma, Luis, Luisa. Und wir stellen euch die Maria Montessori Schule vor. Komm, wir müssen jetzt zur Schule. Ja, komm, zu spät. Wir wollten euch heute vorstellen, was wir alles über Maria Montessori wissen. Maria Montessori ist 1870 geboren. Sie wurde in der Nähe von Ancona, Italien geboren. Maria Montessori war ein Einzelkind und sie war die erste Ärztin Italiens. Maria Montessori hat einen Sohn gekriegt, Mario. Und Mario war bei Pflegeeltern, weil sie nicht verheiratet waren. 1915 gab es bei einer Weltausstellung ein gläsernes Klassenzimmer, in dem 4 Wochen lang für das Publikum auf Marias Weise unterrichtet wurde. Die Besucher waren erstaunt über die Konzentration der Schüler. Und hier sieht man ein paar Bilder. Marias Mutter ist gestorben, als Maria 42 Jahre alt war. Seitdem trug sie nur noch schwarze Kleidung. In der Flucht vor dem Zweiten Weltkrieg zog sie nach Indien. Dort lebte sie eine ganze Weile. 1946, da war der Krieg dann vorbei, kehrte Maria in die Niederlande zurück. Bis zu ihrem Tod bildete sie weiter aus, schrieb Bücher, hielt Reden und besuchte Schulen und Kinderhäuser, die nach ihrem Konzept arbeiten. Ich finde das Besondere an unserer Schule, dass man selber entscheiden kann, was man in der Freiarbeit macht. Ich finde das Besondere an unserer Schule, die verschiedenen Materialien, die von dem Montessori-Konzept sind. Hallo, wir sind heute in der Freiarbeit. Kann ich mich vielleicht zu dir setzen? Ja. Wie heißt du denn? Raphael. Was machst du gerade? Ich schreibe dir Englisch-Vokabeln. Und was ist denn eigentlich Freiarbeit? Also da dürfen wir eigentlich sozusagen machen, was wir wollen, was wir halt aufgekriegt haben und die Sachen einfach fertig machen. Das ist das Mathe-Regal. Was können wir denn eigentlich hier so machen? Also hier gibt es die Geostadt. Da kann man so Sachen nach Anleitung aufbauen. Dann gibt es hier das 100er-Brett. Und da kann man halt auch noch mit verschiedenen Sachen arbeiten. Den ersten Advent können wir jetzt jeden Tag außer dem Wochenende in der Freiarbeit Plätzchen backen. Wir backen heute Lebkuchen. Ah, lecker. Das sieht lecker aus. Und macht's dir Spaß? Ja. Okay. Und hast du schon ein paar gemacht? Ja. Wie viele? Weiß ich nicht. Ich glaube so 12. Und an was arbeitest du gerade? An einem Herzplätzchen. Oh, das wird aber lecker. Wir stellen euch heute unsere Lehrerin Frau Rosa vor. Seit wie vielen Jahren sind Sie hier an der Schule? Ich bin jetzt das dritte Jahr hier.
Welche Fächer unterrichten Sie hier? Ich bin in der Freiarbeit da. Ich mache den Sachunterricht, Kunst und Werken, den Erstklassunterricht. In der Kernzeit bin ich da und in der Nachmittagsbetreuung. Was mögen Sie hier an der Schule besonders gerne? Ich mag es besonders gerne, dass die Kinder so viele tolle Ideen in der Freiarbeit einbringen und dass alle miteinander und voneinander lernen. Ich finde das Besondere an unserer Schule, dass wir viele AGs, tolle Ausflüge und super Projekte haben. Was findest du das Besondere an der Schule? Dass hier Freiarbeit ist. Ja, das und dass man ja auch viele Sachen entscheiden kann, was man hier arbeiten kann. Was hast du heute in der Freiarbeit gemacht? Heute habe ich Mathe-Jahresheft, Deutsch, Rechtschreibheft. Ja, das habe ich gemacht. Und was ist ein Mathe-Jahresheft? Da macht man Mathe und da gibt es viele Mathe-Jahreshefte. Und ja, ich bin jetzt schon beim dritten Mathe-Jahresheft. Mal schauen, was in diesem Klassenzimmer so drin ist. Komm. Hallo, was machst du hier? Ich tue hier so Männchen basteln. Erst musste man so Schablonen ausschneiden und dann eben die nochmal auf buntes Papier zeichnen und dann ausschneiden. Ja, und arbeitet ihr hier zu irgendeinem Thema oder einfach so? Ja, wir arbeiten zu dem Thema Erik Kahle. Hallo, was machst du hier? Es sieht sehr interessant aus. Ich bastel so Figuren aus Papier. Ah, und wie gefällt dir der Kunstunterricht so im Allgemeinen? Eigentlich ganz gut. Also ist eins meiner Lieblingsfächer. Schaut mal, das ist die Puppe aus Holz als Modell. Wenn man irgendeine Figur darstellen will auf Papier, dann kann man sie erstmal auf diesem Modell in Form bringen und dann erst auf Papier. Hallo, das ist hier unsere Leseecke und unser oberer Flur. Hier können wir zum Beispiel manchmal lesen oder Materialien ausprobieren. Zum Beispiel, was machst denn du gerade? Ich baue den rosa Turm und die braune Treppe. Oh, das sieht aber spaßig aus. Ich finde das Besondere an unserer Schule, dass so viele mit Handicap und ohne Handicap an unserer Schule sind. Maria Montessori hat gesagt, alle Kinder sollen lernen, egal ob groß oder klein, behindert oder nicht behindert. Wie heißt du? Jojenki. Was machst du gerne in der Schule? Gleising. Was hast du heute in der Freiarbeit gemacht? Oder was habt ihr heute irgendwas gemacht? Ich male und dann Ayo. Ich finde das Besondere an unserer Schule, dass es Familienklassen gibt. Hallo, wir haben hier gerade Putzdienst. Wir haben jeden Mittwoch und Freitag Putzdienst und es werden zum Beispiel auch Regale und so geputzt und nicht nur Tafeln. Also das hier ist die Klassensprecherbox. Dann kann man Anliegen reintun, wenn man welche hat. Ja, und die werden dann auch besprochen. Ja, und auch wenn man sich nicht traut, zu einer Lehrerin direkt zu gehen, dann kann man die da reinwerfen.
Ich finde das Besondere an unserer Schule, dass wir eigentlich nur Lehrerinnen haben. Hallo, wie heißen Sie? Hallo, ich bin der Herr Spieß. Was machen Sie hier den ganzen Tag? Also ich bin nur an 2 Tagen hier, am Montag und am Mittwoch. Und ich mache hier für die Schule die Verwaltung. Was ist eine Verwaltung? Also wie du siehst auf meinem Schreibtisch, das ist viel Papierkram. Ich muss Rechnungen bezahlen, ich muss das Schulgeld eintreiben, ich muss Förderanträge stellen. Ja, alles, damit mit die Schule funktioniert. Und was haben Sie gerne an der Schule? Was ich gerne an der Schule? Dass es eine kleine Schule ist, dass es alles schön übersichtlich ist, familiär. Und dass die Kinder hier, denke ich, lernen, selbstständig zu arbeiten. Also ich finde das Besondere an unserer Schule, dass wir nicht so viele Kinder haben. Hallo, ich stelle euch heute die Mia vor. Was habt ihr jetzt gleich für einen Unterricht? Ist ja alles Lernen. Aha, und was macht ihr da so im sozialen Lernen? Da kriegen wir Bücher vorgelesen. Kami und Schnickel oder der große Krach. Hallo, ich stelle euch heute die Luisa vor und es geht um das Thema soziales Lernen. Was macht ihr im sozialen Lernen? Wir besprechen so Sachen zum Thema Freundschaft, wenn ein paar Leute einen großen Streit hatten. Aha, und wann ist das soziale Lernen eigentlich? Also an welchem Tag oder ja? Immer mittwochs, wenn die Erst- und Zweitklässler Sport haben. Auf Wiedersehen. Tschüss.